So, herzlich willkommen zu einer zu einem neuen Let's Play, also nein, zu einem, also Minecraft Let's Play, aber zu einem neuen Server. Und zwar habe ich einen neuen Server. nein, ich hatte ja damals diesen Trash-Server. Das war quasi ein Creative-Server, wo die Spieler austoben konnten. Der ist aber extrem schnell Katastrophe. Da hat jeder gemacht, was er wollte, und dann spawnt er aus wie eine Müllhalde, was ja auch logisch war. Deswegen war es ja auch ein Trash-Server, weil er quasi keinen Inhalt bieten sollte, sondern ja, einfach Spielwiese sein sollte. Dann hat sich allerdings ein Wunsch ergeben, dass Leute sich ein bisschen tatsächlich kreativ ausnehmen wollten. Und ob ich nicht den richtigen Creative-Server machen kann, also einer, der auch wirklich gepflegt wird. Deswegen hatte ich dann in kurzer Zeit diesen Creative-Server. Allerdings, ja, hat das dann auch nicht wirklich funktioniert. Da waren dann kommen Leute drauf. Warum auch immer, keine Ahnung. Bei dem Trash-Server, da waren zigtausend Leute drauf, und auf dem eigentlichen Creative-Server war dann keiner mehr drauf. Auf jeden Fall, die da drauf waren, haben eigentlich auch nur Mist gebaut, auch wenn das ein bisschen abseits vom Spawn war. Aber trotzdem war die, wir mussten quasi die ganze Zeit einfach nur immer wieder pflegen und das, was die Leute kaputt machen, immer wieder reparieren. Und da ich keinen Bock hatte, Lava und Wasser zum Beispiel zu entfernen, und all die anderen Blöcke, die haben ja quasi haufenweise Skulpturen aus Diamantblöcken gebaut und so ein Scheiß, was einfach scheiß aussah. Deswegen der auch wieder eingestampft. Dann hatte ich jetzt vor kurzem als Ersatz dessen ein, wie habe ich den genannt, weiß ich gar nicht mehr, ein Server, wo ich eine sehr alte Mind-Clone-Version drauf hatte, also quasi ein Nostalgie-Server. Den habe ich aber auch wieder verworfen. Dann hatte ich vor kurzem jetzt vor 3 Wochen oder sowas, wie gesagt, die letzte Aufnahme ist ja schon 6 Wochen oder 5 Wochen her, also ist eine Menge Zeit vergangen in der Zeit. Da hatte ich vor kurzem jetzt ein Lord of the Test, glaube. Ja doch, Lord of the Test. Server, das Problem war nur, Lord of the Test ist sehr unausgereift, ist sehr alt, und dementsprechend der Server war nicht bedienbar. Also man konnte zwar darauf spielen, aber selbst ganz normale Rezepte waren da so komisch, dass man da nicht wirklich mit klar kam. Und man könnte sich das zwar quasi eingewöhnen, aber nee. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich mache jetzt mal was ganz Neues und mache das jetzt auch wieder längerfristig. Und zwar ein Creative-Server, der aber nicht Creative heißt, weil er das Creative-Privileg hat, sondern das ist quasi ein Server, der so ist wie der Eternal Server, allerdings nicht mit der Eternal Mod, sondern mit einer Plant Life Mod, also quasi, ja, sowas wie so ein Vorgänger von Eternal, kann man nicht wirklich sagen, also in die Richtung von Eternal, nur halt, ne, jetzt nicht, also halt ein bisschen anders. Und genau, zusätzlich aber halt noch jetzt der erste Server bisher, der auch X-Dekor und Home-Dekor mit drin hat, und weil man sich damit ein bisschen kreativer ausleben kann, deswegen das Creative im Namen. So, nein, wir brauchen das. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Achso, ja, den Server hier gibt es auch nicht mehr, der deutsche Halloween-Server, also den gibt es noch, da hatte ich ja letztens ein Let's Play zu gemacht. Allerdings gilt das nicht mehr. Sondern, also den gibt's noch, aber den hoste ich jetzt. Der sitzt bei mir. Das heißt, können wir mal ganz kurz gucken. Hier, wenn man mal guckt, meine aktuelle IP, ne? Bam. Und der deutsche, siehst du hier? Das ist quasi jetzt der, auf dem wir jetzt heute spielen werden. Und der deutsche Halloween-Server gehört immer noch Harry, also ist immer noch sein Server. Achso, Deutscher. Gehört immer noch Harry, aber ich hoste ihn jetzt. Weil bei ihm gab es ein paar Probleme, dass er hier, habe ich ja gesagt gehabt, ne,
dass der in der Liste fast nie aufgetaucht ist. Und das Problem wurde immer schlimmer. Und dementsprechend, ja, haben wir jetzt uns so verblieben, dass er quasi den Server abgibt an mir. Ich hoste ihn, er bleibt aber Admin. Heißt also, der Server gehört quasi ihm, also Harry. Aber ich hoste ihn bei mir nur noch. Genau. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen mal direkt auf den neuen Server. Das wäre dann, wie gesagt, für euch, ne? Habt ihr ja gerade gesehen. German Creative Server, also der hier. Ich verbinde mich aber natürlich lokal, ganz klar. So. Und wir spielen natürlich auch wieder als Ronix. Und bei dem Server habe ich sogar etwas am Anfang gleich gemacht. Und zwar habe ich ein kleines Gebiet abgesteckt, was sehr ultra. Also der Map-Gen, der ist ultra nice. Erstens habe ich jetzt einen anderen Map-Gen, und zwar glaube ich den Valley. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe vor 7 Map-Gen genommen. Also der, den ich auch beim Vanilla-Server habe. Ja. Nee, aber Baum und Apfelkuchen. Ist trotzdem ultra schön. Weil Plant Life erzeugt, gerade was so Vegetation angeht, extrem schicke Sachen. Während Eternal ja eher so versucht, Vanilla zu sein mit Erweiterungen, versucht Plant Life wirklich ein komplett neues Spielerlebnis zu bieten, was wirklich so an die Natur angelehnt ist. So, hier haben wir auch schon. Oh, mit Geräuschen. Stimmt ja. Ja, ich persönlich spiele immer stumm, von daher höre ich das nie. Okay. Ja, das hier ist der Spawn. Ja, Home Decor. Wir können also auch Schach spielen mit uns selber oder mit anderen. Achso, New Game. New Game. New Game. New Game. New, 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 new. Hallo? Ah, man muss also einen Zug machen, bevor man auf New Game klicken kann. Interessant. Hey, man kann auch mit anderen zusammenspielen. Da müssen quasi zwei hier raufklicken und einer spielt dann weiß, einer schwarz oder sowas. Keine Ahnung. Und da gibt es ja auch Computer. Yay! Und diese Computer funktionieren sogar. Das ist nämlich eine Laptop-Mod. Ja, das Inventar ist ein bisschen 38 Seiten. Für normale Benutzer. Ich als Admin sehe ich sogar 78 Seiten. Also man hat hier eine ganze Menge Sachen. Man sieht ja auch schon die ganzen Schrägen jetzt, die dazugekommen sind. Hier die ganzen Rechner, Möbiliar. Wir können mal ganz kurz hier. Das ist meine Hütte vom Admin, also von mir als Admin. Und ja, es gibt bisher nur den Spawn. Alles andere ist noch nicht ausgebaut. Es gibt bisher nur den Spawn. Der Server ist noch relativ neu und außer mir als Admin war da auch noch niemand drauf. Und das hier ist halt, wie gesagt, meine Hütte. Man merkt schon, sehr kreativ, um auch viel auf den Namen anzuspielen, eingerichtet. Ja, und ich dachte, das hier sind Lebensmittel, aber da ist das mein Test. Weil ich hatte halt so gesehen und dachte so, oh, ein bisschen Salat, so ein bisschen, ne, was soll das Blaue sein? Keine Ahnung, ich guck mal rauf. Ach, fuck the Scheiße, das ist ja gar kein Gericht, das ist das mein Test-Symbol. Wer macht ein fucking mein Test-Symbol auf dem Teller? Ja, also man sieht schon hier ein bisschen, sogar, ne, richtig schön 3D-Regale. Holy moly. Modern as fuck. So, zuerst gehen wir mal auf Toilette. Das war gut. So, auf Toilette waren wir. Hände waschen brauchen wir uns nicht. Spaß. Hallo? Ach so, da oben. Dachte gerade schon, geht nicht mehr aus. Kann man sich auch Zähne putzen? Nee, ne? Ne, kann man nicht. Backofen. Ach so, ja. Genau, hier ist der kleine Medizinschrank. Wobei ich den hier natürlich als Gewürzschrank verwende, weil hier ist Küchenbereich quasi. Medizinschrank habe ich hier hinten am Bett direkt. Ja, ein paar schöne Bilder, eine Uhr. Also an sich halt schon echt cool eingerichtet. Ja, der Ventilator hat noch einen kleinen Bug. Wenn man den abbaut, dann baut man nur den Fuß ab. Der Ventilator selber bleibt stehen. Da muss man erstmal Clear Objects machen, weil das quasi ein Objekt ist, der ja nicht entfernt wird. Egal. Also hier auch. Ich weiß nicht, ob der. Nee, der funktioniert nicht. Nee, der funktioniert nicht. Schade. Der auch nicht. Gut. Ja, wie gesagt, die Rechner da draußen, die funktionieren halt. Das hier soll mein Gaming-Rechner darstellen. Der ist ungefähr genauso groß. Spaß. Nee, mein Gaming-Rechner ist so ein Rechner hier. Hab sogar zwei Rechner gestellt, weil ich im echten Jahr auch zwei habe, die hier rumstehen. Einmal meine Workstation und einmal mein File-Server.
Und hier habe ich halt noch einen richtigen großen Server, so viel weiß ich nicht, ne? Man will ja auch ein bisschen modern leben, ne? So Supercomputer und so. So, gehen wir mal hier lang. Genau, da vorne ist halt der Spawn. Dann habe ich hier noch ein Lager gebaut. Ist allerdings noch nichts drin, ist also erstmal nur das Lager als solches. Und man sieht auch schon, es ist ein bisschen dunkel. Ich muss hier noch Beleuchtung hier reinbasteln. Gibt es auch noch nicht. Dann hat man hier hinten nochmal abgesperrt und nochmal so einen großen Serverraum, wo ein paar mehr Rechner stehen. Der berechnet quasi diese Welt hier. Spaß. Dann gibt es hier hinten noch ein Lager als Ruine. Die Idee kam mir, als ich das Lager gebaut hatte und ich hier unten fertig war mit dem Gestein und dem Beton. Da hatte ich quasi. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall hat mich halt irgendwie so ultra an eine Ruine erinnert, und weil ich persönlich ja so ein Ruinen-Fan bin, dachte ich mir, oh, wisst ihr, baust du das Lager einfach nochmal als Ruine. Also als verlassen quasi. Jo, und wie gesagt, hier bei den Rechnern, die hier direkt am Spawn sind, die können auch von allen benutzt werden, soweit ich weiß. Nein, nicht ausschalten, sondern ja, Linksklick ist ausschalten oder einschalten. Anders als bei den normalen. Bei den normalen ist Rechtsklick aus und einschalten, und mit Linksklick kann man gar nichts machen, außer abbauen. Und bei den Rechnern aus der Laptop-Mod kann man ganz einfach, indem man hier unten Laptop eingibt. Laptop. Da sind, warum auch immer die Mod Laptops heißt, obwohl da Rechner drin sind. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil da auch zwei Laptops drin sind, obwohl ein paar mehr. Ja, aber hier sind halt auch die Rechner. Und die Rechner, also ich persönlich habe jetzt den hier genommen. Den viermal hier. Und genau, da kann man halt mit Linksklick außen einschalten und mit Rechtsklick kann man die bedienen und die funktionieren richtig. Das heißt, man kann richtig Tetris spielen, New Game, bam, bam, bam. Achso, ja. Mit den. Ich weiß gar nicht, geht das mit den da? Ne, muss man also wirklich hier mit den Bildschirmtasten spielen. Schade eigentlich. Okay. New Game. So, dann kann man hier natürlich. Achso. Jo, auf X. X. Aha. Ja, ist noch Mod. So, dann kann man hier auch nochmal Schach spielen. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich sogar das gleiche Schach ist wie anders da. Dann gibt es hier richtigen Taschenrechner. Mit Fehlerbehandlung, ne? Also 6 durch 0 zum Beispiel, zeigt er richtig an als Fehler. Nicht, dass jetzt meint, das abstürzt. Dann gibt es noch eine an DOS angelehnte Command Shell, wobei mich das eher an C64 und so erinnert. Kommen wir jetzt auch wieder raus. Exit, ne? Ja. So. Dann Einstellungen, wobei man dabei aber nur das Hintergrundbild ändern kann. Was gibt es noch? Notepad. Man kann Notizen hier richtig schreiben. Es gibt nämlich auch Datenträger. Hat man ja vielleicht schon bei meinem Inventar gesehen. Hier siehst du, Disketten oder USB-Sticks. USB-Sticks, wo ist USB-Stick? Da, USB-Stick. Auch solche Sachen. Also, ne, man kann richtig schicke Sachen machen. Und es hilft sogar fucking Browser. Man kann für diese Mod, also keine HTML-Dateien, klar, sondern das sind quasi Webseiten als Lua-Dateien, die man dann hier quasi hinterlegen kann. Ja, richtig schick, nice. So. Glück gezeigt, würde ich mal sagen. Dann suchen wir uns mal ein Plätzchen, wo wir uns niederlassen. Achso, der ist da hinten, wollte ich noch zeigen. Hier habe ich noch. Weil ich selber weiß noch nicht genau, was ich hier alles hinmache. Deswegen habe ich erstmal hier ein Häuschen, hier ein Lager gemacht. Und der Strecke hier auch einen kleinen Sinn gegeben. Und zwar einen Sinn in dem Sinne, dass das hier so ein alter Weg ist, der hier auch schon überschüttet ist. Und hier in ein uraltes Minensystem endet, was aber gesperrt ist. Ansonsten die anderen Wege, die enden quasi auch einfach in Überwucherung. Sieht man hier, hier wird auch direkt vom Wald überwuchert. Der Weg hier genauso wird auch vom Wald überwuchert. Und hier, der Weg ist etwas besonders. Der Weg endet quasi hier in so einem Endstück mit einer Absperrung, weil hier unten eine Mine reingeht. Also man sieht, der Spawn an sich ist schon da, er führt aber nirgendwo hin.
Wir werden aber uns in die Richtung aufmachen. Apropos, wir werden uns gleich mal hier ein paar Pilze da. Achso, geht ja gar nicht. Ist ja hier protected alles. Schade. Okay, Protection ist weg. Sehr schön. Das heißt, ich kann. Mist. Hier ist noch Protection. Hier ist keine Protection mehr. Ich muss mal ein paar Pilze sammeln. Weil wir haben zwar ein paar Äpfel, aber die reichen ja nicht ewig. Ich weiß nicht, kann man die essen so direkt? Ja, man kann sie essen. Sehr schön. So. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ich weiß mal so ungefähr, wo wir rauskommen. Und ich hoffe mal, wir laufen auch in die Richtung, wo ich das Gebiet abgesteckt habe. Ah ja, das ist was ich noch sagen wollte. Genau. Ich habe ein Gebiet gefunden, das sieht ultra schön aus. Also wirklich richtig landschaftstechnisch geil. Und das habe ich auch gleich protected, damit da kein Spieler erstmal schön Scheiße baut. Kennt man ja. Und habe das Gebiet auch direkt hier Hieronix gekriegt, also meinem jetzigen Spieler-Account. Damit wir quasi innerhalb dieses schönen Isotops, Isotop, sagt man das? Nein. Der schönen Gegend quasi unser Lager aufschlagen können. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. So. Da kommen wir nicht lang. Immer schön hoch hinaus. Ach, guckt euch das an. Guckt euch das an. Sieht das denn nicht geil aus? Ich jetzt denke ich meine Sichtweite. 100 Grad? Wieso nur 100? Ja, obwohl wir sind im Waldgebiet, da reicht 100 aus. Da muss ich meinen Rechner nicht unnötig belasten. So, dann gehen wir mal hier hoch. Boah, Alter. Guckt euch das an. Guckt euch diese scheiß Aussicht an, Alter. Kommen wir da hoch komplett? Ich guck mal ganz kurz. Also das Gebiet, was ich eigentlich meinte, ist in die Richtung, also quasi, wenn man hier den Fluss da hinten folgt, quasi Luftlinie, aber ich möchte einfach mal hier hinten mal hoch. Sieht hier nämlich absolut geil aus. Alter, wenn man hier runterfällt, man ist einfach instant tot. Man ist einfach instant tot. Da kannst du nichts machen. Nee, da komme ich nicht lang. So, komme ich hoch. Oh, wie ist der? Oh! Oh, fuck. Oh, fuck. Was ist geschehen? Was ist passiert? Was ist? Oh, scheiße. Och, nö. Okay. 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 Wir haben Erde. Eigentlich gebe ich den Spielern im Stadtinventar auch immer Erde mit. Sonst müssten wir jetzt da runter und dann den gesamten Weg da hinten lang laufen und dann wieder komplett hier hochlaufen. Wäre auch eine Idee, aber nein. Easy. Alter Scheiße. Ich wollte nur hier raufgehen, ne? Aber irgendwie hat er dann den letzten Tastendruck nach vorne zu lang genommen. Da habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht und der war dann etwas zu groß. Ja. Hier komme ich nicht lang. Da komme ich lang. Perfekt. Jetzt hatte ich dann doch auf 100, 200. Dann kann man es nämlich besser hier alles betrachten. Wow, ja, da merkt man auch schon. Na. Alter, das ist eine Landschaft, ey. Das ist eine Aussicht hier. Huh.
Na komm, bau schon ein bisschen mehr auf. Ah, sehr schön. Weil erstellt hat er die Welt eigentlich schon soweit schon. Ich hab, bin ja gestern ein bisschen rumgeflogen, von daher müsste eigentlich alles drin sein. Jetzt weiß ich aber nicht, ob da hinten, weil hier in der Gegend war ich noch nicht, also hier oben jetzt auf der Spitze hier. Von daher weiß ich nicht, ob er in die Richtung schon alles erstellt hat. Das heißt, der Leppi muss wahrscheinlich jetzt noch, weil, ne, alle meine Server laufen auf meinem Leppi. Das heißt, der Leppi muss die ganze Welt erstmal noch generieren. Ah, die Aussicht hier, die habe ich gestern noch schon genossen. Also auf der Seite habe ich gestern schon geguckt. Guckt euch das an. Boah, ich müsste eigentlich den gesamten Berg hier alles protecten, ja. Und ich weiß jetzt schon, dass die Spieler hier garantiert alles kaputt machen. Und die Aussicht hier ist einfach so schön, dass eigentlich alles noch ein Naturschutzgebiet sein müsste. Einfach präventiv alles unter Naturschutz stellen. Wow, Alter! Oh nee, was tust du? So, jetzt weiß ich nicht, den Punkt hier, also entweder hier oder da. Ich glaube doch hier. Diesen Punkt hier habe ich als Homepunkt von Volker gesetzt. Heißt also, ich als Admin, immer wenn ich mich nach Hause teleportiere, komme ich genau hier hin. Man kann die Aussicht immer schön genießen. Nee, doch, ich habe aber hier gesetzt. Ist egal, auf jeden Fall eins von den beiden. Alter, guckt euch das an. Ist das nicht fucking geil? Na gut. Ja. Genug geredet und. Ach so, halt, nee. Was tue ich da? Wir haben gerade eine Viertelstunde gespielt. Alles gut. Ich glaube mal. Ja, doch. Die Folge wird ein bisschen länger. Ich hab ja erst extrem spät angefangen. Das heißt, ich mache nicht bis. Was? Genau, ich mache bis Viertel nach. Heißt also, eine Viertelstunde nehm ich noch auf. Dann wird die Folge jetzt ein bisschen länger. Ist aber auch nicht schlimm. Am Anfang habe ich ein bisschen geredet. Von daher. Ja, man sieht auch schon, zum Initialisieren der Blöcke braucht er ein bisschen länger. Einfach weil es hier so abartig viele Blöcke gibt. So, und dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal in Richtung der Heimat, die ich hoffe zu finden, die in die Richtung irgendwo sein müsste. Das Problem ist, wir spielen ja gerade ohne Koordinaten, ne? Ist ja Let's Play. Von daher kann ich mich nur anhand der Umgebung orientieren und ich habe gestern halt nur einmal über Land geguckt. Das heißt, ich hoffe, ich habe alle Gebiete soweit im Kopf. So fucking geil aus. Da! Ah, siehst du, da hinten ist schon Ende von dem Berg. Da hinten kommt nämlich Flachland. Oh, Alter. Ey, so eine Strecke müssen wir mal im echten Land laufen, ja? Einfach so direkt so an einer Klippe. Digga, wer da keine Höhenangst bekommt, der wurde nicht geboren, sondern wurde einfach auf die Welt geschissen. Dem wurden alle Gefühle geraubt. Vor allem, selbst wenn man keine Höhenangst hat, allein die Angst, dass hier irgendwie was abbrechen könnte und man runterfällt. Also jetzt im echten, wie gesagt, ne? Im echten Leben. Die müsste so fucking hoch sein, dass jeder sich einfach in das Hemd scheißt. Aber egal, hier ist mein Test, hier ist eine virtuelle Welt, hier kann nichts abbrechen, einfach so. Hier kann man nur einen Schritt zu großen Schritt machen, wie wir vorhin da hinten gemacht haben, und dann einfach runterfallen. Das Problem ist halt nur, wenn wir hier einen Schritt zu groß machen, und dann runterfallen. Bei der Höhe, da oben waren wir gerade. Wenn man da runterfällt, dann bist du einfach instant tot. Ich meine, wäre jetzt nicht so schlimm, weil ist ja hier, ne, wie auf allen von meinen Servern, dass ja dieser Knochen erstellt wird, denn, wo die ganzen Sachen drin sind, die einem gehören. Aber da muss man dann wieder hinlaufen, aufsammeln. Das ist langweilig, das ist Bullshit. Mir stellt sich jetzt gerade eine Frage, wo kommen wir hier überhaupt raus? Kommen wir hier überhaupt übers Wasser? Nani? Da hinten müssen wir, in die Richtung müssen wir, glaube. Das Problem ist nur, wir kommen jetzt hier gar nicht drüber, oder? Da hinten scheint es flacher zu werden. Okay. Das heißt, wir gehen mal weiter in die Richtung. Ja.
Okay, komm. Au. 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 Easy, no problemo. So. Übrigens, den Bereich, so wie er hier ist, gibt es ja auf auf dem Vanilla-Server. Sieht zwar dabei weiter nicht so schön aus wie jetzt, aber auf dem Vanilla-Server ist ja hier eine riesige Stadt gebaut worden. Quasi zwischen diesen beiden Hängen ist eine riesige Stadt gebaut worden. Naja, ein Konstrukt, was eine Stadt sein soll. Es sieht nicht aus wie eine Stadt, sondern eher wie so ein Spinnwebenkonstrukt. Aber, ja. Überall Nadelwald. Ah, ja, da hinten. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. So, und hier sieht man auch schon die erste wunderschöne Vegetation. Und das ist Plant Life. Und hier sieht man auch schon den ersten großen Unterschied. Erstens ist hier viel mehr mit so Gestrüpp, was so in den Hintergrund eingeht quasi. Und vor allen Dingen sieht man hier, dass bei den Bäumen zum Beispiel auch richtig schön unter den Bäumen ist kein Gras, sondern nur an den Bäumen vorbei. Und hier ist auch ein richtiger Übergang. Ne? Hier ist nur Sand, hier ist ein bisschen Gras, mehr Gras, nur noch Gras und so weiter und so fort. Kleine schöne Steinchen und so. Hier richtige Steinchen, da eher so Sandhäufchen. Ist schon geil. Und hier haben wir schon die erste Frucht. Können wir direkt mal mitnehmen. Ah, ich sehe genau hier unten. Naturschutzgebiet. So habe ich das Ganze genannt. Warum fehlt die Erde? Wobei, fehlen tut sie nicht. Sieht aus, als wenn es natürlich so gewachsen wäre. Hier auch. Okay. So, wir nehmen jetzt noch von allem ein bisschen was mit. Kann man den jetzt hier so irgendwie. Hallo? Kürbis? Kann man daraus irgendwas machen? Punch zum Ein- und Ausschalten. Achso, Laterne, ja. Kürbis. Kürbisbrot. Achso, als Quelle. Ja, das da brauchen wir aber. Und das ist Kürbisteig. Kürbisteig kriegt man aus Kürbisscheiben und irgendein Gegenstand, das der Gruppe Teig gehört. Oder Mehl. So, und das. Ach, man braucht Schneid. Oh Gott, wir brauchen ein Schneidebrett. Nein. Ich hasse die Farming-Mod jetzt schon. Wir brauchen fucking Schneidebrett. Okay. Da wir das sehr bald brauchen, wahrscheinlich, weil wir das wahrscheinlich für alles brauchen werden, brauchen wir Eisen. Dein fucking Scheiß Ernst? Warum können wir nicht schon ein Messer aus Kohlefaser machen? Oder aus Holz? So, was ist das hier? Du bist. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Oder was es auf Deutsch überhaupt ist. Keine Ahnung. Also, das hier ist Rhabarber. Steht sogar auch auf Deutsch. Hey, ist doch alles von der Farming Mod, oder? Ist doch beides von der Farming Mod. Wie ist das? Ah, nee, das hier ist von Plant Life. Gut, das heißt also, alles, was von Plant Life selber ist, ist nicht übersetzt. Schade. Ah, rote Beete. Nam, 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 nam. Ist das eigentlich normale Erde oder was ist das? Das ist, das sind so Dachslöcher. Nicht Dachs, hier Maulwurflöcher. Ist ja süß. Ja, von den Dingern hier werden wir eine ganze Menge sehen. Das sind so kleine Gebüsche. Das ist quasi das, wenn es groß ist. Wird so groß. Man kann hier nicht. Doch, man kann durchlaufen. Okay. Weil hier kann man auf jeden Fall durchlaufen. Und da wollte ich gerade sagen, da kann man noch durchlaufen, da kann man aber nicht mehr durchlaufen, aber man kann auch hier durchlaufen. Lol. Und vor allen Dingen das, was ich am süßesten finde, diese Zweige hier, die auf dem Boden liegen. Das sieht so geil aus, sieht so realistisch. Einfach diese Landschaft, das sieht so geil aus. Boah. Fuck my life. Also auf dem Server werden wir viel Spaß haben.
Mein Ziel ist es, so ein Haus zu bauen, wie ich als am Spawn als Walker Haus habe. Nur das Walker Haus habe ich natürlich als Creative gemacht, klar. Und hier im Let's Play, wenn wir jetzt versuchen, genau so ein Haus zu bauen, nur halt als nicht Creative, sondern richtig mit Hand alles craften und die Ressourcen alle sammeln und dies und das und jenes. Das Schöne ist, ich habe als Grundlage, wie gesagt, diesen V7 Map Gen genutzt. Das heißt, wir sollten nicht an Ressourcenknappheit sterben, wie wir beim Captain Server gestorben sind. Also nicht gestorben, aber dass wir ewig nach Eisen suchen müssen und dann trotzdem keins finden. Diesmal wollte ich sowieso noch sagen. Kann ich ja dann mal in der nächsten Aufnahme machen. Warum ist hier ein einzelner Stock, Stein, Holzklotz? Lol. Weil ich werde mich mit dem Carpeten Let's Play und mit dem Vanilla Let's Play vielleicht abbrechen. Oh, irgendein Handy von mir möchte geladen werden, das vibriert ja andauernd. Ja, weil bei dem Minecraft Let's Play und bei dem Carpet Let's Play, ich meine, bei dem Carpet Let's Play, da ist halt einfach die schiere Knappheit der Ressourcen. Im normalen Spiel mag das vielleicht kein Problem sein, aber im Rahmen eines Let's Plays, es wird einfach zu langweilig, da erstmal über 5 Stunden lang eine Höhle zu bauen, eine Mine zu bauen, nur damit man dann Ressourcen abbauen kann. Von daher hatte ich vor, Carpet sowieso aufzugeben. Und ganz ehrlich, bei Vanilla, ich meine, da haben wir jetzt ein Haus gebaut und bei Vanilla könnten wir zumindestens, ich weiß nicht, bei Vanilla, da haben wir ja zumindest schon mal das eine große Lager oben und die großen Felder. Aber ganz ehrlich, mir fehlen für so viele Let's Plays einfach die Ideen und deswegen beschränke ich mich einfach nur auf ein paar Let's Plays und da sind jetzt halt quasi bloß noch die drei. Also das Let's Play hier auf dem neuen Creative Server, hier werden wir uns auch am kreativsten ausleben. Weswegen ich wahrscheinlich in Zukunft auf dem Server die meisten Let's Play-Folgen machen werde. Und dann gibt es halt noch den Mineclone-Server, wo ich auch letztens wieder Aufnahmen gemacht habe, also vorige Woche für euch. Und dann halt noch mein Eternal mein Test-Server. Da, wo wir letztens das Haus gebaut haben, mit den Beeten hinten. Weil da gibt es wenigstens auch durch die Farming-Mod wenigstens auch ein bisschen Abwechslung. Aber ich glaube mal, am meisten werden wir uns hier austoben, weil hier ist ganz einfach auch die Home-Decor-Mods und sowas gibt. Das heißt, wir können uns hier im Rahmen des Displays richtig schön ausgiebig austoben. So, daher, da drüben müssen wir rüber. Da drüben will ich nämlich mein Haus bauen. Und hier sieht man auch schon richtig flaches Gewässer. Ist auch so eine typische, also ich schätze mal, dass dieses flache Zeug hier durch die Plant-Life-Mod kommt, weil so extrem viele flache Teiche wie hier sind mir nicht bekannt, dass es bei Vanilla ist. Dürfte also durch Plant-Life kommen. Bist du eigentlich? Funches. Das sagt mir alles nichts. Fuck my life. Ich kenne zu wenig englische Begriffe. Wow. Habe ich doch gerade geschrieben. Hä? Fungos. Keine Ahnung. Na gut. Klatsch einfach mal da oben. Hallo? Danke. Einfach mal da oben rein. Nö, kommt aber nichts. Schade eigentlich. Naja. Whatever. So. Was hält ihr? Junkus. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob für die Plant Life ist selber leider auch schon relativ alt. Das letzte Update von Plant Life war irgendwie von 2016, also 3 Jahre her. Und ja, dementsprechend leider alles auf Englisch.
Das heißt, ich werde mit vielen Begriffen nichts anfangen können, also ich zumindest. Weil ich bin zwar der englischen Sprache soweit mächtig, aber ich kenne jetzt nicht jedes einzelne Gemüse auf Englisch. Also das ist dann, das entzieht sich dann doch meinen Kenntnissen. Ein Glück haben wir Äpfel, die funktionieren immer. Bemusstes Holz. Ey, der sieht einfach so geil aus. Yay. So, die Frage ist, wo bauen wir unser Haus? Hier auf dieser kleinen Erhöhung. 4x4 Felder sollte fürs Haus reichen. Spaß. Ich bin irgendwie schon dafür, dass wir unser Haus so irgendwie so am Strand bauen. Ohne Palme. Da unten rein. Da kommt die Tür rein und dann bauen wir unterirdisch ein Haus. Wäre keine so schlechte Idee. Vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht. Gut, ich mache auf jeden Fall erstmal Feierabend. Gezeigt haben wir alles. Also habe ich alles. Das heißt, bei der nächsten Folge werden wir uns hier ein schönes Plätzchen suchen, wo wir dann ein Haus bauen können. Lol. Okay.